Hallo zusammen, ich habe hier einen Weico-Kühlschrank, kam zu mir zur Reparatur und es ist ja zum Glück noch keine Sommerzeit. Dann schaue ich mir den an, weil während der Sommerzeit schauen wir keine Dometic und keine Weico-Kühlschränke an. Der Kühlschrank kühlt zu wenig und das seht ihr jetzt nicht, der stinkt gewaltig. Ich mache den wieder zu, weil der Geschmack hier drin ist nicht unbedingt das, was man eigentlich sehen will. Der Verschluss hier, das ist ein anderes Thema. Aber wir gehen zur Technik. Ach, stinkt das Teil. Ich habe hier das Kabel, was hier angemacht ist, original. Das ist 0,75 Quadrat, also das Kabel, das ist das erste, was ihr mal auswechseln könnt, wenn der Kühlschrank nicht immer läuft. Also hier ein 2,5 Quadrat auf 2 Meter Länge oder um 4 Quadrat bis 4 Meter Länge. Die Empfehlung ist, von der Batterie bis zum Kühlschrank, die Länge in Meter soll dem Querschnitt in Quadratmillimeter entsprechen. Ich habe hier eine Batteriebox von mir als Stromversorgung. Wir stecken den Kühlschrank mal ein. Und durch den Hauptschalter dazu. Der Kühlschrank läuft, man hört ihn. Ich habe hier einen Schraubenzieher. Dieser Schraubenzieher könnt ihr hier ins Ohr halten und die Spitze auf den Kompressor. Dann hört man, dass dieser Kompressor dreht, und zwar auf 2000 Umdrehungen. Das ist aber ein Erfahrungswert, das hört man nicht. Ich habe hier bereits die Steuerung gelöst. Und wir schauen uns jetzt hier die Steuerung an. Man sieht es hier schlecht. Man kann hier vielleicht das Datum lesen. Der Kühlschrank ist also von 11.50, das heißt 2011, 50. Woche ist dieser Kompressor. Und wenn wir dann hier diese Leitung, die hier aus dem Kompressor rauskommt, die müssen wir spüren und die sollte spürbar warm werden. Oder auch, die geht dann hier oben hin. Die sollte hier spürbar warm werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hat das Ding ein Leck oder es ist kein Kältemittel vorhanden oder der Kompressor fördert nichts. Da das Ding hier so dermaßen verrostet ist, denke ich, dass da ein Leck ist. Weil hier oben kein Messanschluss ist, kann ich jetzt nicht messen, das heißt, ich müsste einstecken und so weiter. Hier sehen wir, wo eingesteckt ist, der Wechselrichter ist noch eingeschaltet, könnte man ausschalten, läuft trotzdem, wir hören, der Lüfter läuft. Wir sehen hier das Tippenschild vom Kompressor, das ist ein CR0100. 10. Ja, was mache ich jetzt mit dem Kühlschrank? Erstens ist es ein Dometic. Jetzt noch schauen wir die Teile an. Im Sommer drin, während der Sommerzeit nicht mehr. Da das Teil schon 11 Jahre alt ist, hinten verrostet, innen stinkt, dass es nicht mehr schön ist, werde ich dem Kunden sagen, er soll das Teil entsorgen oder recyceln. Als Alternative gibt es den Wemo 96N, da mache ich euch hier ein Video dazu. Oder als Alternative der ohne Eisfach, wenn man das Eisfach nicht braucht. Ich wünsche euch einen schönen Tag.